Moin Leute, was geht? Ich bin's Chris, herzlich willkommen zu einem spontanen kleinen Video. Leider heute wieder mit dem Handy, wobei ich sagen muss, mit dem iPhone kann man wirklich hervorragende Videos machen. Von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ich wollte heute eigentlich die Kamera gar nicht mitnehmen. Und jetzt ist schon das zweite Video, was ich hier mit dem Handy drehe, weil wir gehen zu einer alten Kiesförderanlage. Das ist kein richtiges Lost Place, also das ist tatsächlich, man kann da hinfahren, um Fotos zu machen, das ist legal. Hier in der Görde, an der Elbe, aber die Fotos, die ich gesehen habe, die sehen halt so richtig lost aus, so alte Schiffe, Boote und so. Ich bin gespannt, was davon noch übrig ist, was wir zu sehen kriegen. Begleitet uns gerne. Viel Spaß! So, Freunde, wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt müssen wir hier noch hoch. Zum alten Kieswerk ist auch. Also die Treppe sieht auch nicht mehr aus, als wird sie noch viel benutzt. Oh, hier. Hochwasser 2002. Da steht noch mehr. Wollen wir uns das mal angucken? Ich muss ja sowieso hier hoch. Hochwasser 2011. Hochwasser 2006. Hochwasser 2013. Oh, Leute, hier sind Wohnhäuser, also in die Richtung. Das ist aber beängstigend irgendwie. Ging das denn noch mal höher? Also ich sehe hier nichts mehr. Und natürlich muss ich wieder bergauf. So, dann geht's jetzt diesen Weg weiter, Freunde. So, Freunde, hier durch die Natur müssen wir hier einen halben Kilometer uns durchschlagen. Aber ihr seht ja, hier ist auch offiziell ein Weg. Ich bin wirklich mal gespannt, was uns da gleich erwartet. Es ist auf jeden Fall ein sehr mooriges Gebiet. Hier rechts neben mir ist überall ausgetrocknetes Moor. Wundert mich, weil in den letzten Tagen hat es einige Male geregnet. Da müsste eigentlich viel mehr Wasser sein, aber das sieht alles ziemlich trocken da unten aus. So. Und hier treffen wir jetzt auf die Elbe. Jetzt sind wir direkt an der Elbe. Wow, hat die einen Fluss heute. Man sieht richtig die Strömung da hinten. Sollte jetzt gleich hier irgendwo erscheinen. Ich hoffe, es wackelt nicht allzu sehr, Leute. Mit der GoPro geht das Ganze ein Ticken besser, wisst ihr. Wir sind gleich am Ziel. Da sehe ich schon so ein Förderteil. Das geht hier einmal so rüber. Mal schauen, vielleicht ist hier da noch was zu finden. So, da steht Lebensgefahr. Wahrscheinlich, dass man da nicht rauf darf. Da geht noch mal so eine komische alte Leiter hoch. Ich nehme euch jetzt noch mit da runter. Irgendwo sollen hier noch Boote und sowas rumstehen. Freunde, ja, das ist ein altes Boot, aber das sieht nicht mehr so geil aus. Wie auf den Fotos, die ich gesehen habe, ist wahrscheinlich auch schon länger her dann. Das ist höchstens noch als Badewanne zu gebrauchen. Die Kettwig, die alte Kettwig. Seht ihr das? Da kann man sich auf jeden Fall schon mal drinnen planschen. Krass. Das Ding ist aber wirklich alt. Ich meine, hält das noch? Ja, guckt euch mal die alten Seile hier an. Der Pfeiler da vorne bricht auch bald auseinander. Das war auf jeden Fall ein alter Motor, der hier irgendwas befördert. Ich weiß aber nicht was. Das sieht aber aus, als würden sie das vielleicht noch benutzen, weil so alt sieht das hier noch gar nicht aus. Sieht aus, als hätten die da eine alte Milchkanne rangehangen. Hier ist gerade irgendein Tier hochgekommen. Das hat richtig Platsch gemacht. Ich habe da oben noch was entdeckt. Aber das sieht für mich irgendwie nicht verlassen aus. Aber man darf die Treppe hochgehen, das habe ich jetzt gerade herausgefunden. Das mache ich jetzt mit euch. Leute, das ist für mich übrigens ganz, ganz merkwürdig, nach all der Zeit jetzt mal wieder mit dem Handy zu filmen. Oh, was ist das denn? Hier scheint Wasser reinzulaufen, weil es ist so ein richtig kreisrund und ihr seht ja, alles versickert hier. Also da würde ich nicht reinspringen, wer weiß, ob man da nicht stecken bleibt. So, ihr seht das alte Fördermann I. Da ist nicht mehr viel. Das
Hier geht es dann hoch. Sieht auf jeden Fall spannend aus, würde ich sagen. Ist ja schon so eine Art verlassen, ne? Verlassener offizieller Lost Place. So, Freunde, eingewachsen. Da oben ist eine Pforte. Oh, Alter. Na, noch halten sie. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Dreck. Ih, da fasse ich fast in so ein Vieh rein. Bin ja gespannt, was uns da oben erwartet. Oh, hier wackelt die. Hier. Alter Schwede. Mein Sohn ist dicht hinter mir. Geil. Aber das sieht mir aus, als wird das noch benutzt. Okay. Die ist irgendwie nicht richtig fest. Also Freunde, ich vermute, dass das zu ist. Und das ist noch in Benutzung, weil da irgendwie. Aber der Bagger sieht sehr alt aus, Leute. Also ich bin gerade verwirrt. Aber da sind immer noch frische Baggerspuren. Die Fahrzeuge da hinten sehen gut aus. Ich vermute, dass das hier wirklich noch in Betrieb ist. Und dann ist es einfach ja, nicht erlaubt, mache ich nicht. Und ich habe da ein Kind dabei, das machen wir nicht. Johann, das machen wir nicht. Ist nicht erlaubt. Das ist wahrscheinlich hier so die letzte Überbleibsel, diese Treppe, die so langsam aber sicher verfällt. Von hier ist aber der Blick auf dieses Ding. Mein Sohn hat gerade gefragt, ob man da rauf darf, aber nein, unten steht tatsächlich betreten verboten, Lebensgefahr. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht mehr machen, wenn man sich das mal anguckt. Ich bin noch mal ein bisschen reingelaufen, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich denke, da geht es nur zum Aussichtsturm weiter, wieder zurück an der Elbe. Ja, hier ist, ihr seht ja, hier ist nichts. Also gehen wir mal zurück. So, Freunde, das war's mit diesem kleinen, aber feinen Abenteuer hier meinerseits. Wir gehen jetzt zurück. Fand ich noch ganz nett. Wie gesagt, offizielles Lost Place hier in der Nähe an der Göhrde. Werde jetzt keinen Standort verraten, weil ihr sollt euch ein bisschen bewegen, ein bisschen suchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao und auf FKBTV, ne? Tschüss. I know how to love you.